Also, du denkst, du bist der größte Stranger-Things-Fan, ja? Na, das wollen wir mal testen. Schnapp dir Zettel und Stift, um aufzuschreiben, wie viele Antworten du richtig hast. Wenn du bereit bist, kannst losgehen. Fangen wir mit ein paar Demodog-Level-Fragen an. Damit meine ich die einfachen Fragen. In welchem Bundesstaat liegt die Stadt Hawkins? A. Arizona, B. Indiana, C. Maine, D. North Carolina. Hawkins liegt in Indiana, aber du weißt, dass das eine fiktive Stadt ist, oder? Also sag deine Tourpläne wieder ab. Von wo ist Max nach Hawkins gezogen? A. Texas, B. Florida, C. Nevada, D. California. Die richtige Antwort ist D. Wie hieß der Demodog von Dustin? A. Athos, B. Porthos, C. Aramis, D. D'Artagnan. Er war zwar nicht so heldenhaft wie der vierte Musketier, aber sein Name war D'Artagnan, kurz D'Art genannt. Welches Lied erinnert Jonathan an Will? A. Running Up That Hill, B. Should I Stay or Should I Go, C. You Spin Me Around, D. Never Ending Story. Die Antwort lautet B. Und gibst zu, du hast dir den Song nach der ersten Staffel auch immer wieder angehört, oder? Apropos Songs, welchen Metallica-Song spielt Eddie, während er im Upside Down ist? A. Welcome Home Sanitarium, B. Enter Sandman, C. Master of Puppets, D. The Unforgiven. Eddie spielt Master of Puppets in einer der kultigsten Szenen im Staffelfinale. Wie heißt Elfie wirklich? A. Jean, B. Joa, C. Jane, D. June. Gib dir einen Punkt, wenn deine Antwort Jane lautet. Lass uns jetzt zu den Demogorgon-Level-Fragen übergehen. Wie heißt das Restaurant, in das Hopper Joyce zu einem Date eingeladen hat? A. Enzo's, B. Carlos, C. Roberto's, D. Jury's. Die richtige Antwort ist A. Wenn Joyce es an diesem Tag geschafft hätte, dann wären unsere Jobberträume schon früher wahr geworden. Wie heißt die Eisdiele, in der Steve und Robin in Staffel 3 arbeiten? A. Scoops Ahoy, B. Starcourt Scoops, C. Yoho Scoops, D. Sailor's Scoops. Alle Mann an Deck! Scoops Ahoy, Leute! Erika ist hier, um den Erdnussbutter-Schokostrudel zu probieren. Ich weiß, dass du Steve liebst. Wer tut das nicht? Aber weißt du noch, welches Haarprodukt er für seine tolle Frisur verwendet hat? A. Farrah Fawcett Hairspray, B. Rave Hairspray, C. Aquanet Hairspray, D. Weller Balsam. Du machst 4 Sprühstöße mit dem Farrah Fawcett Spray, sagt Steve. Anscheinend hat das bei Dustin funktioniert, um seine Mädchen zu bekommen, oder? Da wir gerade von Figuren sprechen, die wir lieben, wie sieht's mit denen aus, die niemand mag? Erinnerst du dich, was Billy in Staffel 3 getan hat, um etwas Geld zu verdienen? Er hat Pools gereinigt, er hat Autos repariert, er war Rettungsschwimmer, er war Barkeeper. Billy war Rettungsschwimmer im Hawkins-Schwimmbad. Erinnerst du dich an Holly? Dann sag mir, wer sie ist. Eine von Dustins Katzen, die Schwester von Nancy und Mike, ehemalige Redakteurin der Schülerzeitung, Robins Schwarm.
Die richtige Antwort ist B. Ja, Nancy und Mike haben eine jüngere Schwester. Aber keine Panik, das geht nicht nur dir so. Andere vergessen sie auch hin und wieder. In welchem Spiel hat Max den Rekord von Dustin gebrochen? A. Dig Dug. B. Dragon's Lair. C. Donkey Kong. D. Pac-Man. Mach dich vom Acker, Dustin. Mad Max steht jetzt bei Dig Dug an erster Stelle. Bist du bereit, einige Fragen auf Spider-Monster-Level zu beantworten? Wer hat den Hawkins Middle AV Club gegründet? A. Murray Bauman. B. Scott Clark. C. Bob Newby. D. Sam Owens. Es war Bob Newby, der Freund von Joyce in Staffel 2. Für welchen Kurs hat Susie Dustins Note geändert? A. Latein. B. Mathe. C. Sozialkunde. D. Geschichte. Dustin bekam eine 4- in Latein. Die richtige Antwort ist A. Wie lautet Wegners richtiger Name? A. Henry Creel. B. Harry Crawley. C. Harrison Clark. D. Hector Carden. Wegner alias 001 heißt eigentlich Henry Creel. Wie heißt die Pizzeria, in der Argyle arbeitet? A. Dive-In Pizza. B. Surfer Boy Pizza. C. Fresh and Hot Pizza. D. Ocean Breeze Pizza. Alles ist frisch, außer den Ananas bei Surfer Boy Pizza. Die richtige Antwort ist also B. Hopper wollte, dass Elfie die Tür offen lässt, und zwar wie viele Zentimeter? A. 10. B. 12. C. 17. D. 8. Die richtige Antwort lautet 10 cm. Wie heißt der Wohnwagenpark, in dem Max und ihre Mutter leben? A. Hawkins Lake Wohnwagenpark. B. Crimson Woods Wohnwagenpark. C. Forest Hills Wohnwagenpark. D. Chestnut Road Wohnwagenpark. Sie leben im Forest Hills Wohnwagenpark. Naja, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil es ein Tatort ist und das Portal nach Upside Down. Hier kommen die Mindflayer-Fragen. Wohin ging Elfie nach ihrer Flucht als erstes? A. Mikes Keller. B. Hoppers Hütte. C. Benny's Burgers. D. Castle Byers. Die richtige Antwort lautet C. Wie heißt die Mutter von Elfie? A. Tammy Thompson. B. Terry Ives. C. Carly Prasad. D. Laura Cunningham. Elfies Mutter heißt Theresa Terry Ives. Du bekommst also einen Punkt, wenn deine Antwort B lautet. Wie lautet der Name der Hawkins High Schülerzeitung? A. Hawkins High Weekly. B. Tigers Weekly. C. The Weekly Streak. D. The Weekly Trace. The Weekly Streak ist der Name der Zeitung, die Nancys Träume als Redakteurin wahr werden lässt. An welcher Schule wurde Jonathan angenommen? A. California State University. B. Lenora Hills Community College. C. Mount San Antonio College. D. Long Beach City College. Hoffen wir, dass alles gut für Nancy und Jonathan läuft, wenn er ihr erzählt, dass er am Lenora Hills Community College angenommen wurde. Wie lautet die Nummer auf Lucas Basketballtrikot? A. 10. B. 13.
C23, D8. Die richtige Antwort lautet 8. Und wusstest du, dass der Schauspieler diese Zahl als Hommage an den verstorbenen Kobe Bryant gewählt hat? Wie lautet der Name von Susies älterer Schwester? A. Eden, B. Mary, C. Rachel, D. Eve. Argyle wird es sicher wissen. Ihr Name ist Eden. Welche Farbe haben die Socken, die Mike auf der Rollschuhbahn kauft? A. Gelb, B. Grün, C. Braun, D. Limettengrün. Er fragte nach Grün und er bekam auch Grün. Und traust du dich mit Vecna-Level-Fragen weiterzumachen? Du bist aber mutig. Welchen Charakter spielt Erica in Dungeons & Dragons? A. Tiefling-Bade, B. Gnom-Druide, C. Halborg-Kleriker, D. Halbelf-Schurke. Ihr Charakter ist ein chaotisch guter Halbelf-Schurke der Stufe 14. Das ist eine erfahrene Spielerin, wenn du mich fragst. Wie lautet der Name von Eddies Band? A. Gravezone, B. Cursed Tomb, C. Corroded Coffin, D. Rusty Blade. Wie Chrissy schon sagte, wie könnten wir das bei so einem Namen vergessen? Die richtige Antwort ist C. Corroded Coffin. Wessen Lieblingssüßigkeit zu Halloween sind Reese's Pieces? A. Mike's, B. Will's, C. Lucas, D. Dustin's. Das ist Will's Lieblingssüßigkeit zu Halloween. Gut gemacht. Wie haben die Kinder Elfie Mr. Clark vorgestellt, als sie ihn vor Will's Versammlung im Flur vor der Schulaula trafen? A. Mikes Cousine zweiten Grades Eleanor aus Schweden, B. Dustins Freundin aus dem Sommercamp in Schweden, C. Wills Cousine zweiten Grades Elaine aus Kanada, D. Lucas Freundin aus dem Sommercamp in Kanada. Die richtige Antwort ist A. Gut, dass Mr. Clark es ihnen abgekauft hat. Wie lautet der Name der Freundin von Wills und Jonathans Vater? A. Cynthia, B. Cindy, C. Sally, D. Sandra. Sie heißt Cynthia. Hut ab, dass du dir das gemerkt hast. Dann zeig mal, wie gut du warst. Und denk dran, Freunde lügen nicht. Sei also ehrlich, was dein Ergebnis angeht. Wenn du 1 bis 6 richtige Antworten hast, frage ich mich, ob du die Serie überhaupt gesehen hast. Wenn du 7 bis 13 richtige Antworten hast, hast du bestimmt auf deinem Smartphone gegoogelt, stimmt's? Wenn du 14 bis 20 richtige Antworten hast, kannst du dir selbst auf die Schulter klopfen, weil du gut aufgepasst hast. Wenn du 21 bis 27 richtige Antworten hast, würde ich sagen, dass du ein gutes Gedächtnis hast. Und wenn du 28 bis 30 richtige Antworten hast, verbeugen wir uns vor dir, Dungeon Master.